Gut, auch ein herzlich willkommen von meiner Seite. Ich wurde ja schon angekündigt, Johannes Schleiß mein Name. Was nicht gesagt wurde, dass ich tatsächlich aus Nürnberg komme und in Nürnberg geboren wurde und auch an der TH Nürnberg meinen Bachelor gemacht habe. Deswegen freue ich mich natürlich sehr, auch hier wieder zu kommen und ja zu berichten von unserer KI-Curriculumsentwicklung, die wir in den letzten 2 Jahren durchgeführt haben. Es geht um Interdisziplinarität und um hochschulübergreifende Zusammenarbeit. Also seien Sie gespannt. Ich hoffe, Sie nehmen ein bisschen was mit. Wir machen uns jetzt auf eine Reise, so wie das Motto auch ist, durch die Studiengangsentwicklung von AI Engineering. Und wir durchlaufen eigentlich 3 Stationen. Auf der einen Seite werde ich ein bisschen was erzählen, wie wir diesen Studiengang entwickelt haben, kompetenzorientiert, interdisziplinär, hochschulübergreifend. Dann natürlich vom Konzept in die Umsetzung, was gab es da so zu bedenken, was ist eigentlich auch rausgekommen aus dieser Studiengangsentwicklung. Und dann möchte ich natürlich auch meine oder unsere Learnings teilen. Ich denke immer, ja, davon kann man ja profitieren. Vielleicht nimmt der eine oder die andere sicherlich nochmal Aspekte mit für die nächste Studiengangsentwicklung, die Sie vielleicht auch durchführen. Wir starten mal rein mit Studiengangsentwicklung und vielleicht noch für die Leute, die im Raum sind, vielleicht mal kurz Hand hoch. Wer von Ihnen war schon einmal an einer Studiengangsentwicklung beteiligt? Mal kurz Hände hoch. Ich schaue mal so links und rechts. Das sind nur ein paar. Ich würde mal sagen, so vielleicht 1/3 der Leute, die jetzt noch hier sind. Okay, spannend. Zweite Frage, Hände hoch. Wer von Ihnen hat in den letzten Monaten etwas von künstlicher Intelligenz gehört? Okay, da gehen die Hände natürlich hoch. Eher eine Scherzfrage natürlich, aber was ganz interessant ist, was ich jetzt auch ein bisschen aufzeigen werde, ist, natürlich beschäftigen wir uns mit künstlicher Intelligenz und wir beschäftigen uns inzwischen auch auf dieser Fachebene damit. Das heißt, was hat eigentlich, was sind die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz in unseren Fachgebieten und wie können wir das eben auch in Lehre, in Lehrangebote integrieren? Und das möchte ich jetzt ein bisschen aufzeigen anhand unserer Curriculumsentwicklung. So, wie war die Ausgangslage? Wir sind gestartet 2022, also Beginn 2022. Das war noch vor dem ganzen Hype, würde ich mal sagen. Und das Ganze ist auch auf Basis eines Projektes, das schon deutlich davor beantragt wurde. Wir haben uns das Ziel gesetzt, interdisziplinär wollen wir sein. Interdisziplinär, wir haben einen Bedarf erkannt im Kontext der Ingenieurwissenschaften und künstliche Intelligenz, diese Kombination. Das heißt, aus Industriegesprächen, aus auch der Forschung ist relativ klar geworden, dass ein Bedarf dafür da ist, von Personen, die sich zum einen mit Daten auskennen, mit KI-Lösungen auskennen, aber eben auch diese Domain-Expertise, diese tiefe Verständnis für diese technischen Prozesse verstehen. Weil es eben quasi nicht ausreicht, dass ich jetzt irgendwie ein Modell auf Daten werfe, sondern ich muss eben auch in der Lage sein zu verstehen, was steckt denn da physikalisch dahinter und wie kann ich diese Daten oder die Ergebnisse, die ich da auch rausbekomme, auch interpretieren. Und das war die Ausgangslage in der Interdisziplinarität. Wir wollten zum Zweiten einen möglichst anwendungsorientierten Studiengang gestalten. Das heißt, vielleicht projektorientiert arbeiten, auch industrienah in der Ausrichtung. Also wie können wir vielleicht auch Industriekontext mit einbeziehen. Und um die Sache noch ein bisschen komplexer zu machen, haben wir gesagt, okay, lass uns das Ganze mal in der Kooperation machen und zwar nicht mit einer Hochschule, sondern zu 5. Das heißt, dieser Kooperationsstudiengang ist eine Kooperation zwischen 5 Hochschulen. Das heißt, die Universität Magdeburg kooperiert mit der Hochschule Anhalt, mit der Hochschule Magdeburg-Stendal, Merseburg, Hochschule Harz. Das sind alles Hochschulen in Sachsen-Anhalt, die alle sozusagen in Sachsen-Anhalt verteilt sind. Also so teilweise eine Stunde 30 auseinander. So. Also nicht so kompakt zusammen. Wir haben dieses Curriculum entwickelt mit der Methode der Curriculumswerkstatt. Und wie das Ganze aufgebaut ist, werde ich jetzt quasi ein bisschen durchgehen. Erstmal auf einer abstrakten Ebene, um eben aufzuzeigen, was sind so diese Phasen, die man durchläuft, gerade weil jetzt hier noch nicht so viele Personen vielleicht in der Studiengangsentwicklung beteiligt waren. Das ist auch ganz interessant. Das ist jetzt erstmal allgemein. Das ist anwendbar auf alle Studiengangsentwicklungen, vor allem in der interdisziplinären.
Bevor ich das tue, muss ich auf jeden Fall sagen, ich stehe hier jetzt auf der Bühne, aber hinter diesem Projekt steht eine große Gruppe von Menschen und wir haben auch eine Förderung. Wir sind gefördert aus auf der Förderlinie KI in der Hochschulbildung vom BMBF zusammen mit den Ländern. Und das ist eben wichtig, nochmal zu sagen, also als Kontext, wir haben hier diese Möglichkeit, durch diese Fördermittel natürlich auch auf dem grünen Feld mit viel Ressource solche Studiengangsentwicklung voranzutreiben. Gut, steigen wir ein in die Phasen der Curriculumsentwicklung. Und das sind nämlich 5 Stück in der Regel. Von Verstehen, Bestimmen, Entwickeln, Umsetzen, Sichern. Und ich möchte jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen über diese verschiedenen Phasen sprechen, um einfach ein Verständnis zu kriegen, was passiert in diesen unterschiedlichen Phasen, was muss ich da beachten, was kommt auch raus. Starten wir mit der Verstehen-Phase. Hier ist das Ziel eigentlich erstmal, eine gemeinsame Grundlage und eine gemeinsame Ausgangsposition zu schaffen. Das heißt, Ziel ist eigentlich, sich darüber im Klaren zu werden, was soll dieser Studiengang eigentlich erreichen? Welche Bedarfe adressiert der Studiengang? Auf welche Fragen ist dieser Studiengang eine Antwort? Welche Anforderungen und welche Erwartungen haben wir oder vielleicht auch die Industrie an Absolventinnen, die dann fertig sind? Und was sind mögliche Berufsfelder? Und ich denke, das ist extrem wichtig, hier wirklich auch Zeit zu investieren, um erstmal einen gemeinsamen Startpunkt zu finden, gerade in der Interdisziplinarität, weil natürlich jeder mit seinen eigenen Erfahrungen erstmal kommt. In der nächsten Phase geht es dann um Bestimmen. Bestimmen im Sinne von, was ist denn eigentlich das Kompetenzprofil, was in diesem Studiengang steckt? Welche Kompetenzen wollen wir ausbilden? Wir hatten heute früh, Frau Jahnt ist auch gekommen, heute früh schon sehr viel von Kompetenzorientierung gehört. Und ich denke, es ist sehr wichtig, nochmal klar zu machen, okay, was sind denn eigentlich die Lernziele, die wir am Ende ausbilden wollen? Welche Kompetenzen benötigen Absolventinnen? Wie können wir diese thematisch auch zuordnen? Und das Interessante ist, in den ersten 2 Phasen, wenn Sie jetzt gut aufgepasst haben, haben wir noch nicht über Module geredet. Und das ist ganz interessant, wenn man jetzt so eine Entwicklung macht. Ich erzähle da noch ein paar Sachen aus unserer Entwicklung, aber die Lehrenden, die da waren, die waren immer wieder so sehr fokussiert auf, naja, aber wo ist jetzt mein Modul? Wo kommt jetzt eigentlich technische Mechanik 1? Also wann kommt denn das jetzt? Also diese Fragestellungen von, okay, wo bin ich in diesem ganzen Konstrukt, sind sehr stark verortet und die muss man erstmal zurückdrängen. Und durch diese Struktur, die ich hier aufzeige, ist es ganz klar, wir sprechen jetzt nicht über Module, wir sprechen über Kompetenzen. Wenn wir diese Phase abgeschlossen haben, dann haben wir im Ergebnis ein Kompetenzprofil. Also wir haben in der Regel so eine Auflistung von Lernzielen, die können wir theoretisch noch runterbrechen. Und dann gehen wir weiter und überlegen uns in der Entwickeln-Phase, wie können wir das jetzt übersetzen in Module oder in Strukturen. Und in dieser Phase geht es dann eigentlich darum, sich die Frage zu stellen, von diesem Kompetenzprofil, was brauchen wir eigentlich, um dieses Kompetenzprofil zu erreichen? Das können jetzt sein Module, aber wir können natürlich auch über diese Erfahrungen nachdenken. Wir können nachdenken, was für Elemente brauchen wir? Brauchen wir Projekte? Brauchen wir Vorlesungen? Brauchen wir vielleicht ganz viel Praktikum und andere Dinge? Und hier quasi zu überlegen, okay, welche Elemente bausteinmäßig müssen wir hier zusammenpuzzeln? Und in dieser Phase schaut es dann oft so aus wie so Tetris. Man hat so unterschiedliche Bausteine, man versucht das zusammen zu puzzeln und versucht immer wieder auch neue Anordnungen zu finden, wie dieses ganze Studium funktionieren kann. Wenn man das durchlaufen hat, kommt am Ende sowas wie eine Modulmatrix raus. Das heißt, man hat irgendwie eine Idee, wie durchlaufen die Studierenden eben ihr Studium, wie kommen sie zu diesem Kompetenzziel. Dann kommt man so in diese Umsetzen-Phase. Das heißt, hier geht es natürlich dann um die Lehrentwicklung selber, also in den einzelnen Lehrveranstaltungen. Was müssen wir eigentlich neu gestalten? Was müssen wir vielleicht umgestalten? Wer trägt welche Verantwortung? Und eben auch zu schauen, okay,
was können wir eigentlich auch leisten? Das ist vielleicht auch noch sowas, was ich in der Phase davor nochmal mitgeben möchte. Natürlich hat nicht jeder die Ressource, jetzt alles neu zu denken. Also selbst wenn ich jetzt das Ziel hätte, nur Projekte zu machen, wenn ich nicht die Kapazität habe, kann ich das nicht umsetzen. Das heißt, man muss hier auch immer diese Abwägung treffen. Das heißt, in dieser Umsetzungsphase geht es um Lehrentwicklung, Lehraktivitäten, Prüfungen und so weiter. Und zuletzt haben wir dann die letzte Phase des Sicherns, das heißt hier auch nochmal diese Qualitätsmanagement-Optimierungsphase. Wir hatten es auch eingangs heute früh gehört, es geht ja wirklich darum, immer wieder zu schauen, okay, was funktioniert, wie. Heute früh war die Aussage, 3 Iterationen brauchen wir, weiß ich jetzt noch nicht, keine Ahnung, vielleicht sind es auch 5 bei uns, man wird es rausfinden. Aber quasi das so zu denken, dass dieser Curriculumsentwicklungsprozess kein abgeschlossener Prozess ist, sondern ein Prozess, wo wir immer wieder auch schauen müssen, okay, auf der Ebene des Curriculums, aber auch auf der Ebene der einzelnen Lehrveranstaltungen, was können wir optimieren, wie reagieren die Studierenden darauf, wie passt das auch alles zusammen. So, jetzt habe ich relativ allgemein erstmal über diese Phasen gesprochen. Und vielleicht, bevor ich auf das Ergebnis von unseres Studiengangs gehe, nochmal so kurz zum Kontext, wie das dann im Konkreten aussieht. Habe ich jetzt keine Folie dazu, aber auf der Tonspur. Wir haben diese Curriculumsentwicklung, diese Phasen durchlaufen mit insgesamt 12 Workshops mit unterschiedlicher Länge, so ungefähr 2 Stunden bis 4 Stunden in einem Zeitraum von 7 Monaten. Das heißt, relativ intensiv, weil wir natürlich diese Ressource hatten, diese Vor- und Nachbereitung zu gestalten und auch diesen Studiengang relativ zeitnah an den Start bringen wollten, weil wir wussten, okay, hier kommt irgendwie so eine KI-Welle, da wollen wir auch auf jeden Fall mitschwingen. So, was ist jetzt bei uns rausgekommen? Wir gehen vom Konzept zur Umsetzung und ich möchte sozusagen in der nächsten Folie ein bisschen aufzeigen, vor allem diesen Aspekt der Kooperation, wie wir das gedacht haben und des Interdisziplinären. Weil dieser Studiengang, wie ich eingangs gesagt habe, ist zum einen verbindet der künstliche Intelligenz mit Ingenieurwissenschaften, zum anderen ist er eben von 5 Hochschulen, die daran beteiligt sind. So schaut so grob der Semesterplan aus. Wir haben 7 Semester. Es ist jetzt durch diese relativ großen Kategorien jetzt nicht so überraschend. Also wir haben irgendwie Grundlagen in den ingenieurwissenschaftlichen Themen, Grundlagen Informatik und künstliche Intelligenz, Grundlagen in AI Engineering, also diese Verzahnung. Und wir durchlaufen eben auch jedes Semester so gewisse Anwendungsprojekte. Was jetzt besonders ist im Kontext der Kooperation, ist, dass der Studiengang so aufgebaut ist, dass die Studierenden an der Uni Magdeburg starten. Das heißt, die starten die ersten 4 Semester an einer Hochschule und wählen dann nach dem 3. Semester eine Vertiefungsrichtung. Und jede beteiligte Hochschule bietet eine Vertiefungsrichtung an. Und dann wechseln die Studierenden quasi einmalig ihren Standort in diese Vertiefungsrichtung. Und hier mal so aufgezeigt, wie das dann gestaltet ist. Das ist die Karte von Sachsen-Anhalt, für die, die es noch nicht erkannt haben. Hier haben wir Hochschule Magdeburg-Stendal, die eben Biomechanik und Smart Health Technologies als Vertiefungsrichtung anbietet. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg mit Fertigung, Produktion, Logistik. Hochschule Harz, mobile Systeme und Telematik als Schwerpunkt. Hochschule Anhalt, Agrar, Wirtschaft und Technik und die Hochschule Merseburg mit Green Engineering. Und was interessant ist an dieser Konzeption ist, dass durch diese Kooperation können wir diesen Studiengang überhaupt in dieser Breite anbieten. Das heißt, keine der Hochschulen könnte das in der Breite alleine anbieten. Gleichzeitig bündeln wir diese Ressourcen gerade so in den Grundlagen. Das heißt, nicht jede, also gerade jetzt Sachsen-Anhalt ist halt auch leider nicht Bayern und wir haben jetzt nicht so viele KI-Professuren. Das heißt, auch hier die Grundlagen anzubieten, ist einfach leichter, dass wir da kooperieren. Und der zweite Aspekt ist, jede der Hochschulen kann jetzt halt ihre vielleicht Forschungsschwerpunkt oder ihren Expertise einbringen. Also
Hochschule Hanwald ist immer das Beispiel, was ich am liebsten bringe, weil Agrarflächen und die passenden Drohnen mit Sensorsystemen hat jetzt halt nicht jede Hochschule herumstehen. Und da ist aber echt viel zu holen im Kontext von KI. Also so ist das aufgebaut. Dann gibt es natürlich die organisatorischen Elemente, die es auch braucht für so eine Kooperation. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Studiengangs- und Prüfungsordnung. Das ist wirklich ein Kooperationsstudiengang. Die Studierenden sind an allen Hochschulen. Die Studiengangs- und Prüfungsordnung ist auch von 5 Hochschulen durch alle Gremien. Also das war meine Aufgabe für 3 Monate. Ja, gehört auch dazu. Natürlich Modulbeschreibungen, Modulhandbuch, die klassischen Elemente, dass die Studierenden sich auch zurechtfinden. Und dann haben wir, um quasi diese Kooperation auf Füße zu stellen, eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Hochschulen und eben eine Verwaltungsvereinbarung, die die Verantwortlichkeiten auf der Prozessebene regelt. Also wer macht die Studienverwaltung, wer macht die Prüfungsverwaltung, wie sind diese Datenaustausche geregelt. Diese Themen sind eben in diesen Verwaltungsvereinbarungen geregelt. Das haben wir alles an den Start gebracht. Und was wir in dem Prozess gelernt haben, will ich Ihnen jetzt so in den letzten paar Minuten noch ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Ich habe das versucht in 6 Learnings so zusammenzufassen in der Konzeption. Angefangen mit Einbindung. Ich denke, es ist sehr wichtig, nochmal zu erwähnen, wenn man sich jetzt so vorstellt in so einer Entwicklung, Lehrende nehmen eigentlich meiner Wahrnehmung nach gerne an solchen Prozessen teil. Aber nur, wenn diese gut vorbereitet sind und ihnen klar ist, okay, ich nehme jetzt diese 2 Stunden Zeit und in diesen 2 Stunden passiert das und das und das und danach geht es weiter. Das heißt, es ist eigentlich klar, dass wir diese Prozesse gut vor- und nachbereiten müssen, aber es ist wirklich besonders wichtig bei dieser Curriculumsentwicklung, dass alle immer wissen, wo stehen wir gerade. Zweiter Punkt, diese Balance zwischen Struktur und Flexibilität. Meine Wahrnehmung gerade jetzt bei dieser Curriculums-Werkstatt-Methode ist, dass wir auf der einen Seite eine sehr starke Strukturierung haben hinsichtlich der Elemente. Also wir haben verschiedene Phasen. Wir haben pro Phase ein klares Ziel, wo wir hinwollen. Wir haben klare Leitfragen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine flexible Komponente hinsichtlich, wie viele Workshops wollen wir jetzt investieren für diese Phase. Das heißt, wir haben zum Beispiel für diese Entwicklungsphase, glaube ich, 7 Workshops gemacht. Das heißt, da braucht es einfach auch ein paar Schritte und das abzuwägen ist auch sehr wichtig. In der Kürze liegt die Würze. Das ist auch so ein Learning, was wir gezogen haben. Wir sind eigentlich eingestiegen mit der Idee, naja, es ist doch eigentlich gut, wenn man sich ein bisschen diese Zeit nimmt. Lass doch gleich mal so einen Tag oder ich glaube, wir haben angefangen mit 1/2 Tag Workshop, 4-5 Stunden, weil wir dann gedacht haben, okay, da können wir jetzt gut in die Tiefe reingehen. Jeder ist so abgeholt. Das Problem ist, das trifft halt auf die Alltagsrealität der Lehrenden oder auch Mitarbeitenden, die dann halt vielleicht auch Lehrverpflichtungen haben, die sie nicht verschieben können. Wir sind dann im Verlauf da übergegangen, eher kürzere Workshops anzubieten und dafür häufiger. Das heißt, in der Regel hatten wir dann 2 Stunden, aber dann durchaus so, ja, teilweise jede Woche, alle 2 Wochen, würde ich mal sagen. Das hat den Vorteil, dass man da, wenn man jetzt mal einmal nicht teilnimmt, nicht so viel verpasst und gleichzeitig hat man aber so eine hohe Intensität, weil man natürlich nicht die Leute immer wieder, okay, vor 6 Wochen haben wir das und das besprochen, das haben wir alle schon wieder vergessen, da brauchst du wieder eine halbe Stunde, bis alle auf dem gleichen Nenner sind. Und immer klaren Fokus. So, weiter geht's mit Kommunikation. Ist, denke ich, auch relativ klar, aber möchte ich auch nochmal betonen. Gerade bei so Neuentwicklungen und gerade bei interdisziplinärer, fachübergreifend oder auch hochschulübergreifender Arbeit prallen Realitäten aufeinander und jeder kommt so mit seinen eigenen Ideen, mit seiner eigenen Wahrnehmung, mit seiner eigenen Perspektive und Kommunikation nimmt einfach sehr viel Zeit ein. Das muss man sich bewusst machen. Das kann man auch gut managen, aber man muss einfach bewusst sein, dass man diese Zeit auch investieren muss. Online-Format klappt gut, meine objektive Wahrnehmung. Wir haben das Ganze wirklich nur online gemacht. Hat den Vorteil, dass man natürlich
wir kennen es noch von den Corona-Semestern, man kann natürlich diese Wechsel sehr schnell gestalten. Das heißt, okay, wir machen Einzelphase, Gruppenphase, wieder Plenum und so weiter. Das geht relativ fix. Und der zweite große Vorteil ist, dass wir natürlich immer live dokumentieren und diese Sachen relativ gut dokumentiert haben auf Conceptsboard, Miro und so weiter. Versus, okay, mit Post-its arbeiten ist schön, aber dann muss irgendwer danach diese Post-its abtippern und wieder strukturieren. Das heißt, das war ganz gut. Was vielleicht wichtig ist zu erwähnen, diese Kreativformate haben sich unserer Wahrnehmung nach nicht so gut zur Synthese geeignet. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Kompetenzprofil ausarbeiten, dann tun sich die Lehrenden oder die Teilnehmenden sehr leicht damit, viele Ideen reinzubringen, aber diese Synthese, Nachbereitung, okay, ich formuliere das jetzt auch in Lernziele und so weiter, das muss man wirklich danach machen und geht dann quasi wieder mit einem neuen Stand in die nächste Werkstatt. So, warum, meine Meinung, warum funktioniert Curriculumswerkstatt? Ich denke, dass diese Methode relativ breit ist und halt dieses Element von Struktur, aber auch Flexibilität und sehr kommunikativ, das ist, was zumindest bei uns sehr gut funktioniert hat. Ich habe jetzt natürlich diesen einen Datenpunkt, muss man schauen, wie das bei anderen funktioniert. Bei uns hat es dazu geführt, dass wir sehr viel Austausch hatten, sehr gut gelungen ist, eben Ideen zu sammeln, und wir hatten so diese Schaffung von Teamgeist. Also irgendwie, wenn man dann über so einen längeren Zeitraum auch gemeinsam daran arbeitet, kommt man ja auch dahin und, oh, das ist jetzt unser Curriculum. Wichtig ist auch gemeinsames Verständnis bei diversen Gruppen, also gerade jetzt in diesem interdisziplinären Kontext. Ich meine, wir haben mindestens eine Curriculumswerkstatt mal 2 Stunden damit verbracht, zu diskutieren, ob jetzt AI Engineering, also ist ja so quasi Ingenieure und auf der anderen Seite so KI, Informatiker. Ob das jetzt Leute sind, die so, ist das jetzt ein Ingenieur oder ist das ein Informatiker? Dann kommen die 2 Gruppen und diskutieren. Also ich glaube, das hat wirklich ein bisschen gebraucht, bis wir da auf einen Stand waren. Und diese Zusammenarbeit, wie ich gesagt habe, Fakultätsgrenzen, Hochschulgrenzen, ist eben spannend. So, noch 3 schnelle Tipps für die Konzeption und Umsetzung. Was ich ganz spannend fand, wir haben horizontale und vertikale Verzahnung der Lehrveranstaltung mal angestrebt. Macht man tatsächlich, zumindest habe ich das noch nie so erlebt, wir haben mal einfach die ganzen Lehrenden, die in einem Semester lehren, zusammengebracht und die waren so, ah ja, wir wüssten ja gar nicht, dass hier auch noch die Veranstaltung stattfindet und was da eigentlich vorkommt. Das war so für mich so ein ganz Quick Win, weil kann man eigentlich mal schnell so ein 90-Minuten- Slot machen und es war, glaube ich, ganz gut, überhaupt den Kontakt mal herzustellen, gerade wenn die Kolleginnen und Kollegen eben an unterschiedlichen Fakultäten sitzen. Ja, Kommunikation habe ich auch vorhin schon erwähnt. Diese Gremien müssen auf diese Innovation vorbereitet werden. Gerade wenn man halt so, wir hatten natürlich jetzt sehr viel Gremienarbeit, aber wenn man jetzt hier neue Konzepte reinbringt, muss man natürlich auch überlegen, okay, wie kriegen wir die Leute jetzt dazu, dem zuzustimmen? Welche Argumente haben wir jetzt vom Status quo abzuweichen? Und in dem Kontext ist halt auch wirklich so wichtig, ein Unterstützungsnetzwerk zu haben, weil ganz ehrlich, am Ende ist es dann so, ich kann natürlich mich hier hinstellen und sagen, okay, AI Engineering funktioniert oder wir haben da sehr viel Leistung reingestellt, aber am Ende gibt es einfach immer diese kritischen Stimmen und die kriegt man auch nicht wegkommuniziert und da kann ich noch so viel reden. Da braucht es dann einfach mal auch ein Wort von vielleicht der Vizepräsidentin, die dann sagt, okay, das machen wir jetzt hier, zack, los geht's. genau. So, letzten 30 Sekunden, wie geht's weiter? Wir sind mit dem Studiengang schon gestartet, also das ist jetzt nicht nur alles Wolke, Konzeption, sondern wir sind im Wintersemester gestartet, sind jetzt quasi gerade, wir starten immer zum Wintersemester, also quasi kann man sich noch anmelden, wenn man nach Magdeburg kommen will. Wir sind natürlich in der Entwicklung der ganzen Lehrveranstaltungen, die jetzt anstehen, und aktiv im Evaluieren. Also wenn Sie da Interesse haben, auch mal reinzuschauen, kontaktieren Sie mich gerne. Und jetzt bin ich auch am Ende. Freue mich auf Fragen. Wer Interesse hat, in Austausch zu kommen, ich bin heute auch noch hier. Ansonsten gerne per E-Mail und per LinkedIn. Vielen Dank. Super, dann ganz herzlichen Dank, Herr Schleiß, für diese spannenden Impulse. Ich bin mir sicher, das regt zur Diskussion an und übergebe an Martina.
Ja, ganz viele Fragen und aber auch Zustimmung. Ich fange mal von hinten an, was auch viele von uns bestimmt unterschreiben können, was du gesagt hast, Kommunikation ist mit das Wichtigste, ohne geht's nicht. Da kamen hier ganz viele Zustimmungen, Herzchen und das freut mich jetzt persönlich sehr, weil das ist meine Profession und wenn das endlich mal jemand wirklich feststellt, finde ich das schön. Es gibt hier eine Frage zur Umsetzung, wenn ihr jetzt startet mit dem Studiengang, wie das für die Studierenden ist. Ist das alles remote-hybrid aufgebaut oder müssen die dann umziehen quasi? Ja. Also wir sind schon gestartet, noch mal zu betonen, habe ich jetzt nur ganz am Ende so gesagt. Also wir sind schon gestartet, die Studierenden starten in Magdeburg an einem Standort und haben quasi einmalig einen Standortwechsel, wenn sie in der Vertiefungsrichtung sich entscheiden. Wobei man dann bei 3 Standorten ist es so nah, dass man wahrscheinlich auch alles von Magdeburg erreichen kann. Mhm. Es gibt hier Respekt für diese Mammutaufgabe, habe ich hier im Publikum auch gehört. Du hast vorhin schon gesagt, die Lehrenden haben gut mitgezogen. Es gab hier aber die Frage, und die habe ich mir auch gestellt, wie lassen sich die denn motivieren, sich auf dieses Projekt einzulassen? Natürlich ist es klar, dass es viele Vorteile gibt, aber es kostet ja Zeit und die ist, wie wir alle wissen, unser teuerstes Gut. Ja. Ja, es ist eine berechtigte Frage. Also ich glaube, wir haben jetzt, um das nochmal auch zu kontextualisieren, den Vorteil, dass wir hier eben in einem geförderten Projekt sind. Das heißt, auch gerade an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die jetzt nicht in der Regel nicht so viel Mittelbau haben, haben wir auf einmal Stellen, die eben auch quasi Ressource sind, um Lehrentwicklung zu machen. Also das ist so ein bisschen das Kernthema. Und ansonsten versuchen wir jetzt halt vereinzelt auch über das Projekt hinaus Lehrende zu finden, die halt Lust haben, auch neue Lehre zu gestalten und machen ihnen dann halt Angebote, okay, wir können hier unterstützen, wie können wir zum Beispiel technische Mechanik neu denken, was könnten wir da machen und gehen da so ins Sparring. Mhm. Ulrike Buhlmann fragt, wird es ein dominierendes didaktisches Lehr-Lern-Konzept geben? Ich würde sagen, jein, also wir sind jetzt nicht so stark mit einem Konzept unterwegs. Wir versuchen natürlich durch den Projektstrang, der jetzt zumindest mal mit einer, also einem Projekt pro Semester, also 5 ECDS Projekt pro Semester, so ein bisschen dieses Projektorientierte reinzubringen. Aber gleichzeitig ja, sind wir dann doch auch angewiesen von den Kapazitäten her, dass wir auch viel Bestandsmodule verwenden, wo wir auch, die wir auch erstmal umwandeln müssen. Gut, eine letzte Frage noch von Pierre Raffi. Was sind die wichtigsten Lessons learned? Also was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Und da dann anschließend, das Team war sehr groß, ist das wirklich von Vorteil gewesen oder war es manchmal vielleicht sogar hinderlich? Gut, also vielleicht angefangen mit dem Team. Also ich denke, es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Struktur man halt wählt. Wir haben ist natürlich ein großes Verbundprojekt. Wir haben eine relativ agile Struktur mit dezentralen Arbeitsgruppen gewählt. Das heißt, die Arbeitsgruppen hatten halt zum Beispiel als Thema Studienprozesse, Studienkonzeption und haben dann quasi in diesem fachlichen Kontext zusammengearbeitet, hatten da relativ viel Freiheit. Das heißt, ich als Projektkoordinator habe jetzt nicht runterdekliniert, okay, ihr müsst jetzt das und das und das machen, sondern wir sind da relativ dynamisch vorgegangen. Wichtige Lessons learned. Ich würde sagen, eigentlich für mich als Message hier ist jetzt auch wirklich den Mut zu haben, solche Dinge mal auszuprobieren. Es kann sein, dass dieses Projekt vielleicht in 3, 4 Jahren scheitert, weil es zu kompliziert ist. Es kann sein, aber da haben wir trotzdem was gelernt und ich glaube, wir müssen hier auch gerade in der Kooperation und der Interdisziplinarität auch einfach mal mutig sein, mal Dinge auszuprobieren und den Studierenden irgendwie Neues bieten. Schöneres Schlusswort kann es fast gar nicht geben. Max, genau, bitte. Dann nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Vielen Dank für die spannende Keynote. Danke. Ich darf nun einmal Ihnen im Publikum mich bedanken nochmal und auch unseren Teilnehmern aus der Live-Session. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.